Hallo zu den Gepflegten. Das machen wir nochmal. Ich lasse es drin, aber du sagst es nochmal. So, hallo zu Gepflegten Lebenshaltung mit Hi. Meinen freundlichen Kollegen Thorsten. Yes. Ihr seht, ein Tütchen. Ja, was ganz Besonderes. Ja, das ist Elrond früher. Weiterhin Herr der Ringe. Ja, weiterhin Herr der Ringe. So, ich habe das extra zugeklickt, damit das nicht verloren geht. So. Hättest du jetzt gar nicht sagen brauchen. Hättest du das... Es wird ein sehr kurzes Video, es ist ja nicht... Hol mal die Anleitung raus. Welche Anleitung? Warte, da gibt es mal keine Anleitung, das ist ein Novum. Also 3, 4, 5, 6 Teile, das war's. Ja, wer baut das? Das hat einen Vorhang, das machst du. Das hat einen Vorhang. Wer war das noch? Elrond. Elrond. Man sieht ja im ersten Teil die Schlacht. So sieht er das dann aus. Mit Sauron. Ne? Also als er noch diese Gestalt hatte. Und dann ist er ganz vorne und tut die da anschreien, dass sie ihre Bogen spannen sollen, also Schilder hoch und, ne? Und dann angreifen sollen. Wofür ist diesen Code hier? Hast du den mal ausprobiert? Nee, noch nicht. Lego.com. Ja. Verflucht. Jetzt haben wir es in der Kamera gehalten und 5 Millionen Leute werden das ausprobieren. Ja, das sollen sie machen. Von mir aus, ich wollte es gerade sagen. Macht es. Ja, dann zu der Zeit gab es eben auch goldene Waffen. Ist das echt Gold? Ja. Echt? Ja. Also nicht massiv. Nicht massiv. Ich wollte schon sagen. Goldene Optik. Wir sind reich. Optik Gold. Und das ist ein cooler. Ja, halt in die Kamera. Ja. Was ist das, ein Speer? Ist das im Film auch geil? Ja, die sind auch alle in goldenen Schildern und in goldenen Schwertern, haben die in der Hand. Also da Elfe? Fängt alles an mit dem Ring. Ja? Elbe? Ein Elb, ja. Elb. Was ist ein Elb? Jetzt. Butter bei der Fische. Ein Elb ist ein. Jetzt an ihm Fabelwesen. Ja, doch. Ich weiß, Feen haben Flügel und Elfen haben Ohren, spitze Ohren. Aber Elfen, nicht Elben. Ich weiß. What the hell is the difference? Elben stammen ja von Orks ab. Aha. Elben haben lange Haare und goldene Schwerter. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ja. Das war mir ein bisschen kurz. Und jetzt? Gute Frage. Wir zaubern mal was her. Ja. Zaubern. Ja, wir haben noch ein Tütchen. Ja, ein Gimmick-Tütchen. Wollte gerade sagen, ist das eine Wurst? Das ist eine Wurst. Seit wann gibt es Würstchen bei Helle? Ich schneide mal wieder auf. Und es gibt eine Anleitung, hey. Ja, eine Mini-Anleitung. Das ist tatsächlich ein Grill. Der macht Party. Ja, wer ist das? Zum Geburtstag. Ja. Ist das... Ich denke, das ist halt Frodo darstellen, ne? Ernsthaft? Ein Hobbit, der Party macht. Ja. Oh, ich hätte noch ein Set für dich, was du nicht hast. Oder ich weiß nichts davon. Das kommt noch. Ach, das kommt noch? Das kommt. Dann zeige ich es auch nicht. Wer weiß, vielleicht bauen wir es ja auch noch auf. Ja, bestimmt. Hinterher zeige ich was du, irgendwann irgendwie. Oh, ich kann dir die Blümchen machen. Ich habe jetzt die Blümchen immer gehasst. Warum? Vor allem. Die wollen also immer so rum, aber es ist nicht so rum. So rum sieht doof aus. Ist andersrum, oder? Meinst du nicht? Ich mach die so rum lieber. Und warum sind hier zwei zusammen? Ach so, das ist so eine Ersatzblume. Ah, oh, die habe ich mit eingepackt. Ein Ersatzblümchen. Ja. Vorsicht, ist die Mutter geputzt. Die gab es früher ganz viel bei diesem. Na, Lego City gab es damals noch nicht. Bei den Häusern halt. Einfamilienhäusern, Krankenhaus, Polizei, oh, das Parkhaus. Wer sich daran noch erinnert, das Parkhaus, das war richtig cool damals. Ja. Konntest du auch so zusammenklappen und aufklappen. Das kenne ich so. Da war ein Aufzug dran. Ich glaube, den konntest du so kurbeln. Den konntest du kurbeln, ja. Zum kurbeln. Oh, die Tankstelle, die war ja direkt daneben. Ja. Das war ein geiles Set. Das war ein richtig geiles Set. Ob man die noch kriegt? Unwahrscheinlich. Aber wer es hat, bitte zuschicken. Ja, die Freunde über Sponsoring, natürlich, klar. Auch wenn ihr mal sagt, hey, baut doch mal dies und jenes, vielleicht lässt sich da irgendwie arrangieren.
Ja, vielleicht. Ja. Oh, jetzt verstehen doch noch, was ist ja. Muss uns ja auch Spaß machen. Muss uns auch Spaß machen, ja. Und zu Hause auch dann stellen wollen. Ja, ja, wenn jetzt mit Barbie ankommt, das wäre jetzt nicht so unseres. Nee. Da geht es bestimmt an. Oder mit Lego Friends oder was es auch immer gibt. Ja, ne? Da gibt es ja einen Haufen Sachen. Du aber kannst ihm ja schon mal das Würstchen geben und den Kelch. Würstchen und Kelch, da ist auf jeden Fall eine Bratpfanne. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich gerade. Das Fass, ne? Muss ja auch sein. Ach, das ist kein Kelch, das ist bestimmt. Damit er schön saufen kann. Damit er saufen kann, sagt er. Wo kommt die Wurst hin? Wurst, die hat er die selber. Die Wurst hat er dann, ja. Ist schon fertig gegrillt. Geile Sache, hat was. Ja, ist so ein kleines Gimmick. Wie heißt das denn? Weil, haben wir gar nicht gedacht. Nee, weil es hat halt keinen Namen. Weil es kommt ja auch in dem Film nicht so vor. Merkwürdig, wo haben die das her? Das haben sie einfach so just for fun gemacht, ne? Das heißt, dieses Set, doch eine Nummer hat das Set. Eine Nummer hat das, ja. Merkwürdig. Oh, jetzt habe ich erst gut. Aber es hat eben keinen Namen. Das nee, ist ungewöhnlich, aber wir nehmen es zur Kenntnis. Bebus Sit-In. Was sagt die Uhrzeit? 6 Minuten. Was? Nur so kurz? Das kann nicht sein. Das müssen wir noch was machen? Können wir nicht machen, ne? Das ist schon mal. Nee. Sollen wir nach Hause gehen? Nee, so. Nein, das ist auch kacke. Wir können einen trinken. No. Ich gebe einen aus. Ja, danke. Ich nehme das Fass. Ist mehr drin, ne? Ja. Ja. Tja, was machen wir? Ja, gute Frage. Ich zauber, glaube ich, nochmal. Zauberst du nochmal? Ich zauber nochmal. Das ist anstrengend langsam, ne? Ja, langsam. Bei der Hitze. Ja. Wo ist das? Da haben wir noch ein Tütchen. Ja. Auch ohne Namen, sehe ich das richtig? Ohne Namen, ja. Das gibt's doch gar nicht. Das sind eben so kleine Gimmicks gewesen, ne? So Promo-Typchen. Krass. Gibt es die häufiger von anderen Serien auch, oder? Ja, ja, richtig. Ja? Also zu Castle zum Beispiel gab es auch sowas. Ach, guck mal. So Sondertüten. Da ist schon wieder ein Set, wo ich jetzt nicht weiß, wobei das hat mit Herr der Ringe nichts zu tun, oder? Das ist ein Klamm. Echt? Ja. Aus der Perspektive. Ach ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Eieiei, das ist jetzt peinlich. Ja, da haben sie eben mal Promo halt, ne? Promo-Tütchen. Da haben sie eben auch Werbung für andere Sets gemacht. Außer hier bei Elrond. Das ist ja auch, wir wollen jetzt solche auch verkaufen, ist ja auch verständlich, ne? Ja. Ja, jetzt klar, warum ich das denn nicht erkannt? Den kann man dann auch, den habe ich dann auch zu Hans Klamm gestellt, na, passt ja am besten dazu. Gab es die Promotütchen vorher schon? Ich glaube, die gab es dann so mittendrin. Mittendrin, ja. Um eben zu sagen, guck mal, da gibt es Herr der Ringe-Sets. Ne? Ja, ja, deswegen kam ich jetzt darauf zu sagen, okay, die Sets waren noch nicht ganz fertig, wir hauen erstmal so kleine Sachen raus und dann wäre auch nicht. Ich dachte, du baust hier. Nein. Ich erzähle doch. Ich weiß, ich habe den hier gemacht und denke mir, oh, ich würde den Rest schon machen. Ich chill. Ja, verlass dich auf andere und du bist verlassen. Na, aber wie war chillen ist erlaubt so. Was ist erlaubt? Chillen. Chillen, ja, bei dem Wetter ist chillen erlaubt. So. Voll chillig. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier bastle. Ja, das wird so eine Art Katapult, ne? Aber es kommt im Film nicht. Doch, es kommt, kann man vielleicht interpretieren, da wo diese Anker dran sind, da wird er auch hochgeschossen. Das kann man vielleicht da interpretieren, dass es so darstellen soll. Aber ihr könnt ja eure Meinung dazu posten, bitte. Ja, alles, was euch passt und nicht passt, was ihr sagen wollt, unbedingt mal loswerden wollt. Ja. Wir gucken euch gerade gar nicht in die Augen, wir könnten ja lügen. Also, wir lügen doch nicht. Hallo, wir sind ehrliche Leute. Wir sind ehrliche Unternehmer. Ja, auf jeden Fall. Das widerspricht sich schon in sich. Ja, das waren so die kleinen Gimmicks. Ja, mehr haben wir jetzt auch wirklich nicht auf Lager für heute. Also Promotütchen. Promotütchen. Auch ein schöner Titel. Wir können die Folge ja so nennen, Promotütchen. Ja, auf jeden Fall. Weil das kriegst du eh nicht in einer Beschreibung. Nee, kriegt man nicht. Sehr schön. Ja, wir bedanken uns wieder mal fürs Zusehen. Obwohl es mal wieder so ein Quickie war. Ja, Zeitraffer kommt trotzdem hinterher. Es geht ja flott. Ja. In diesem Sinne, sehen wir uns beim nächsten. Auf jeden Fall. Und wir sind für diesen Tag und dieses Wetter, also
heißester Tag, die letzten, jetzt muss ich überlegen, 1, 2, 3 Videos? 4. 4 Videos? Mit dem, ja. Ja gut, das sind die letzten 3 und dieses haben wir an einem Tag gemacht. Ja. Also nicht wundern. Am heißesten Tag Deutschlands. Es hätte sogar der heißeste werden sollen laut Wetteraufzeichnung. Und dann hätten wir irgendwie 40,2 war der Rekord. 40,2. Aber es hat doch nicht gereicht. Also nächstes Jahr packen wir es. Also, jetzt stell mal vor, wir haben unser Special dann immer bei solchem Wetter. Oder? Ja, das wird aber schön. Aber doof ausgesucht hätten wir. Na gut. 6.7. Ja. halt, ne? 6.7. Merkt euch dieses Datum, tragt euch den Kalender ein. Abonnieren ist schön, Daumen da lassen, kommentieren ist noch besser. Facebook, besucht uns mal auf Facebook. Tobias pflegt die Seite, wie blöd, aber irgendwie passiert da nicht viel, oder? Ich habe jetzt welche eingeladen, mal gucken. Ja, cool. Also das wäre richtig geil. Also wir verlinken das ja alle auch und wenn nicht, schaut einfach mal vorbei und lasst mal was da. Genau. Wir freuen uns über alles, was hier so passiert. Ja, beim Praktikanten bewerbt euch. Ja, immer noch. Immer noch. Und ein Jahr vorbei und immer noch keine Praktikantin. Ein Jahr vorbei noch immer keine Praktikantin. Nee, an uns kann es nicht liegen. Nee, wirklich nicht. Wir sind sympathisch, aufgeschlossen. Wir sind schwitzende Menschen. Wir denken auch überhaupt nicht zweideutig. Nein, nie. Alles gut. Wir kriegen halt hin. Und wir sind schüchtern. Also ich auf jeden Fall. Wow, Mädels, lasst euch das nicht erzählen. Also, wir haben ja noch ein paar Minuten. Nein, das geht jetzt zu sehr ins Private. Nein, ist ja nur Spaß. Irgendwann kommt Lego mit einem Set Praktikantin raus. Ja, wäre auch eine geile Idee. Ja, ja, das schon. Das kriegen wir dann zu uns. Für die zwei Unternehmen, aber die Praktikantin ist da. Ja, könnt ihr ja mal bei Lego Ideas posten, die Praktikantin. Ja, also wir würden ins Kopf. Wir müssen, war. Ist ja, wir kriegen es sogar geschenkt in dem Fall. Ja, glaube auch, ja. Also passt schon. Ja, wir in diesem Sinne. Schöne abkühlende Tage. Wir gehen erstmal was essen gleich, ne? Also bis dahin. Bis dann. Ciao.